Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid bei Let's Play The Suicide of Rachel Foster hier in Part 3. Und ich muss ein paar Dinge vorweg schicken, bevor wir hier großartig weitermachen. Und zwar gibt es ein paar Problemchen mit dem Spiel. Problem Nummer 1 bin ich. Ich habe in den letzten beiden Parts immer von Leonardo McGrath, also unserem Vater, gesprochen. Der heißt natürlich nicht Leonardo, sondern Leonard. Ich bin nur so, dass ich Leonardo finde, ist ein schöner Name, unabhängig von irgendwelchen Schauspielernamen. Und ich habe gedacht, ich hätte irgendwo Leonardo gelesen und das hat sich bei mir so festgesetzt gehabt. Aber ich habe nochmal geguckt beim Hierherspielen. Es heißt Leonard. Zum Thema Hierherspielen ist das Zweite, was mich jetzt ein bisschen beunruhigt bei dem Spiel, ist, es hat nicht gespeichert. Nach dem ersten Part ist mir das schon aufgefallen. Da habe ich gedacht, okay, ich habe halt den ersten Speicherpunkt nicht erreicht. Aber nachdem wir jetzt mit Irving gesprochen haben, zweimal, hat das Spiel immer noch nicht gespeichert. Und jetzt fange ich an, mir langsam ein bisschen Sorgen zu machen, weil wenn das Spiel gar nicht speichert, in einem Zug durchspielen werde ich es nicht können. Also ich weiß nicht, wie ich das dann machen werde. Ich muss mir dann wirklich was überlegen. Ja. Und was war nochmal Nummer 3? Ach ja, im ersten Part ist mir das schon aufgefallen beim Angucken, dass es ein bisschen vom Bild hier ruckelig war und unscharf. Das habe ich ein paar Sachen geändert an der Auflösung in Part 2. Da ist es aber nicht wirklich besser geworden. Ich habe jetzt nochmal ein paar Dinge geändert. Vor allem aber, dass unsere liebe Nicole, wenn wir uns hier drehen, dass das hier nicht so schnell geht. Also diese Kameraempfindlichkeit habe ich halbiert. Mal gucken, ob das was bringt. Ich hoffe es, dass das eine positive Qualitätsauswirkung hat auf unsere Grafik. Gut, wie schon gesagt, im Spiel schaut es gar nicht so übel aus, aber dann später beim Video angucken. Und ja, jetzt ist die Frage, was wir tun müssen. Ich glaube, das Ziel war, hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Obwohl Irving uns ja da vorgewarnt hat. So, ich glaube, wir sind hier im Dining Room und wir müssen nach unten in die Garage. Church, okay. Ich würde also mal sagen, wo geht's denn runter? Hier beim Fireplace Room? Ich muss kurz gucken, Leute. Fridge ist der Kühlraum. Ich würde mal meinen. Puh, man kennt sich hier ja gar nicht aus. Ich würde mal sagen, da beim Fridge könnte irgendwo ein Treppenhaus sein. Das müsste hier sein. Guck mich natürlich weiter um. Glaube ich, hier ist der Kühlraum. Ah. Ah, wir sind hier im Büro wieder. Jetzt kenne ich mich ungefähr aus. Nämlich von da unten kamen wir. Okay. Mal kurz einen Abstecher hier rein machen. Das sieht aber auch sehr gemütlich aus hier. Das Hexenfeuer des Hotels. Was haben wir hier? Noch mehr Astronomiebücher. Rapunzel. Ein Märchen. Once upon a time there was a man and his wife. Okay. Gut, dann versuche ich aber trotzdem mal in die Garage zu kommen. Ich glaube, denn sonst wäre das Spiel ja schon zu Ende. Es wird Nicole nicht gelingen. Genau von da sind wir gekommen. Irgendwie wirkt es von dieser Perspektive aus düsterer. So, mein Auto benutzen. Tell me you changed your mind. You there? Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so.
Maybe someone... No, listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones, that's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh, fine. Das hat sich jetzt nicht dankbar angehört. Ja, die Schlüssel sind weg. Verflixt. Okay, was ist denn jetzt mein Ziel? Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Die Tür zur Garage? Nicole, was hast du vor? Was ist das? Eine Wasserwaage. Ja, Leute, ich bin gespannt, ob wir das alles irgendwie mal werden verwenden können. No smoking, gute Idee. Oder ob das alles nur, ich sag jetzt mal, Dekoration ist. Was das Ganze aber schon sehr, wie soll ich sagen, ambientemäßig stylisch macht. Wieso? Kann ich hier die Garage irgendwo aufmachen? Garagentor. Vorsicht, das Garagentor kann einem auf den Kopf fallen. Nochmal, was muss ich tun? Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Okay. Das ist hier eine Tür. Das sieht nach der Elektrik aus. Da kann ich nichts machen. Verzeihung. Tür zur Garage aufbekommen. Wir hätten ein Motorrad, mit dem wir fahren können. Aber hier in den Locker Room komme ich auch nicht rein. Dann nochmal doch kurz auf die Karte. Wir sind hier in der Garage. Locker Room. Electric Room. Wo? Ich gehe mal wieder zurück und guck mal nach, ob ich hier jetzt irgendwo ein paar andere Türen öffnen kann. Welcome. Die Tür zum Beispiel kriege ich auf. Weil ich gar keine Ahnung habe, wo wir da jetzt hinkommen. Das sieht gefährlich aus. Farbeimer. Farbeimer? Paint. Marine. Ich weiß es nicht. Farbeimer. Yeah, Oli. Hellerinum. Okay, ich kann das nicht aussprechen. Okay. Radio. Ansehen. Funkstation. Haufen Werkzeug. Okay, wenn wir Werkzeug brauchen, wissen wir, wo wir uns hinwenden. Kurzer Blick auf die Karte. Wo bin ich denn? Ich bin jetzt hier, glaube ich, im Boiler Room. Genau. Okay. Ich frage mich. Heizungsraum. Wäscherei. Kidoki. Waschmaschinen. Okay, das hier ist eine ziemliche Sackgasse. Da ist wohl eine Art Dienstplan. Ben, aha. Okidoki. So. Wo geht's denn hier lang? Oh, da würde ich auf jeden Fall Beklemmungen bekommen.
Und sie hat, das habe ich mir gemerkt beim Wiederhinspielen an den Speicherpunkt, sie hat gesagt, sie braucht noch einen zusätzlichen Spezialschlüssel. Ah, da kann man die Wäsche dann reinschmeißen, verstehe. Um in die Zimmer der Gäste zu kommen, in die Gästezimmer zu kommen. So. Da war mal die Frage. Herrentoilette. Da brennt Licht in der Herrentoilette. Vandalismus, Pick, Schwein, okay. Ich glaube nicht, dass das... Okay. Beseneimer, okay. Es sind auch schon sehr komische Bilder immer hier, muss man sagen. Frauentoilette. Gut, nochmal kurz einen Blick auf die Karte. Wo sind wir denn jetzt? Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ah, wir sind, weiß auch nicht, warum wir jetzt ein zweiter oben ist. Laundry. Oder sind wir nach oben gegangen? Ach, wir sind nach oben gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. Ich sehe die Toiletten nämlich gerade gar nicht. Sie sind nicht ausgeschildert. Also hier auf dem Plan, meine ich. Vielleicht da oben links, ne, in der Nähe vom Ballroom. Glaube ich aber nicht. Da ist nämlich hier wieder so was, wo ich denke, das könnte doch eine Geheimtür sein. Frauentoilette. Kein Vandalismus. Wieder mal typisch. Und das ist auch kein Wasser am Boden, oder? Ist das nur eine... Spiegelt sich hier nur das Licht, weil es so sauber ist alles? Mhm. Okay. Dann nix wie weg hier. Jetzt da lang. Ah. Ah, wir sind wieder hier in diesem gemütlichen Raum. In der Nähe vom Büro. Okay, hübsche Sitzecke. Bär, der sich um seine Bärenbabys kümmert. Das war eine Mama-Bär sozusagen. Was haben wir hier? High Energy Astrophysics. Gamma Ray Bursts. Aha. Gamma-Strahlung. Sagt man da Stöße? Okay, wir sind wieder hier. Mhm. Okay, nochmal. Wo muss ich hin? Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Ja, Leute. Bin jetzt hier im Office. Offices, Verzeihung. Dann versuche ich mich mal. Was ist denn bitte ein Mezzain? Aber da komme ich auch irgendwie nicht hin. Ich gehe mal in den Dining Room. Wo komme ich da hin? Ups, Verzeihung. Oh, eine Art Partykeller mit alten Videospielen. Och, ist das cool. Arcade-Spiele. Zielscheibe, eine Dartscheibe. Mission to Mars. Oh. Ach, das waren tolle Zeiten. Gamer Room. Game Room, Verzeihung. Aber hier brennt überall Licht. Okay. Nein, von da komme ich. Dining Room. Der müsste doch... Storage. Da kann ich jetzt wahrscheinlich auch rein, oder? Okay. Gibt hier aber... Dose, ne? Okay. Eine Dose. Dosen vielleicht. Ja...
unseren Weg zur Garage. Also gut, ich glaube, ich muss hier durch. Da komme ich, glaube ich. Da bin ich jetzt in der Küche. Und bei der Gefriere, kann ich die Gefriere eigentlich aufmachen? Will ich das? Boah, schaut mal. Da knirscht es gleich. Hier drin ist es so kalt wahrscheinlich wie draußen. Ich gehe mal raus und mache auch die wieder zu. Brrr. Da friert es einen ja gleich. Karte bitte. So, ich bin jetzt hier da. Genau, wenn ich jetzt da geradeaus weiterlaufe, dann komme ich wieder in den Speisesaal. Hier. Was war hier nochmal? Okay, nur ein anderer Zugang. Okay, verstehe. So. Ich wollte in das Mezzeine, was auch immer das ist. Mal gucken, wie man das übersetzt, Leute. Hier war ich noch nicht. Okay, Weihnachtsmenü von 1982. Und das hier spielt, glaube ich, 93, also auch schon in die Tage, in die Jahre gekommen. Ah. Okay. No, oh, Verzeihung. Karte. Jetzt bin ich in der Hall. Ach, Mezzin, das ist das da oben wahrscheinlich. Oder? Das ist so eine Art Galerie. Ja, ich nehme an, das hier ist das. Okay, Leute, okay. Ballroom. Werfen wir noch einen Blick in den Ballroom. Ansonsten halt, hier haben wir Telefone. Kann ich jemanden an? Scheinbar nicht. Gibt es hier irgendwelche Schlüssel, die ich ergattern könnte? Sterbende Rose. Oh, wie wunderschön. Aber nach so langer Zeit müsste die doch schon gestorben sein. 217. Kann man nicht klingeln, schade. Okay, hier gibt's nix. Vielleicht hätten die hier irgendeinen Schlüssel zur Garage oder so. Telefonie. Dann schauen wir mal kurz in den Ballroom. Welcome to the beginning of your adventure. Schön formuliert. Wow. Sind schon gewaltige Räume hier und schon sehr, sehr stilvoll. Das macht schon gute Stimmung, Leute. Das muss man echt sagen. Und man kommt auch wirklich hier in diesem Riesengebäude wahnsinnig weit rum. Ich weiß noch nicht genau. Die schwingen das Tanzbein, aber mal sowas von. Okay, okay. Oh, der Leuchter hat's hinter sich. Private, Staff only, Restroom, Fireplace Room. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob wir da hinwollen. Am Ende will Nicole eine Feuerwehraxt sich holen, um die Garage aufzumachen. Ich weiß es nicht. Leute, ich spiele ja schon eine ganze Weile, ich musste wieder hierher spielen. Und ich würde sagen, ich mache hier eine Pause, mache dann weiter und hoffe, dass er aber irgendwann mal speichert. Und wir sehen uns dann im vierten Part, im nächsten Part von Let's Play The Suicide of Rachel Foster. Leute, es war wieder eine besondere Freude, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.